Liebe Zuschauer, es ist Sonntag, der 15. Januar und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unserer Nachrichten des Landkreis Leipzig Journal online. Als erster Monat des Jahres ist der Januar dem römischen Gott Janus gewidmet, dem Gott des Anfangs und des Endes. Mit seinen zwei Gesichtern kann er in die Vergangenheit und in die Zukunft schauen. Wir schauen wie immer auf die letzte Woche und haben das Wichtigste für Sie kurz zusammengefasst. Einsatzgeschehen zum Jahreswechsel, Landkreis Leipzig. Der Brauch, das alte Jahr laut und bunt zu verabschieden, um die alten bösen Geister zu vertreiben und das neue Jahr zu begrüßen, war gerade nach Corona besonders lebendig. Deshalb waren sie auch im Muldental weithin sichtbar, die kleinen und großen Feuerwerke zum Jahreswechsel. Was den einen freut, heißt für den anderen erhöhtes Einsatzgeschehen, vor allem dann, wenn der fahrlässige Umgang mit Feuerwerkskörpern zu Verletzungen und Bränden führt. Auch im Sendegebiet mussten Feuerwehren und Rettungskräfte mehrfach ausrücken. Im gesamten Landkreis hatten wir 54 Einsätze, Feuerwehreinsätze. Dazu kommen Rettungsdiensteinsätze, zu denen ich jetzt nichts sagen kann, also das ist mir unbekannt. Es waren maßgeblich Busch- und Heckenbrände, die sehr wahrscheinlich oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eben durch das Feuerwerk entstanden sind. Ich denke, ich schätze eine Zahl von etwa 90%, was aufgrund des Silvesterfeuerwerks entstanden ist. Auch die Rettungskräfte mussten mehrfach ausrücken. Die Bilanz der Silvesternacht lag bei 57 Einsätzen, teilte das Landratsamt Landkreis Leipzig mit. Besonders tragisch war der Einsatz in Otterwisch. Hier verletzte sich ein 17-Jähriger bei einer Böller-Explosion so sehr, dass er später seinen Verletzungen erlag. Die Trauer ist groß und das Unglück immer noch nicht zu fassen. Teilstück der Raupenhainer Straße eröffnet. Borna. Am Mittwoch, dem 21. Dezember 2022, konnte ein neues Teilstück der Raupenhainer Straße im Wohngebiet Gnandorf eröffnet werden. Das neue Wohngebiet entsteht auf Flächen, wo sich ehemals ein Wohnblock sowie eine Schule befanden. Auf den Flächen entstehen bereits die ersten Wohnhäuser. Weiterhin ist im Gebiet die Realisierung sozialer Projekte geplant. Dabei handelt es sich um eine stationäre Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe sowie um ein Angebot für betreutes Wohnen der Advita Pflegedienst GmbH. Die S&S Baugesellschaft MbH übernahm die Arbeiten zur Erschließung und Gestaltung des Areals. So wurden im Jahr 2022 rund 240 Meter Straße mit dem dazugehörigen Medien verlegt und im laufenden Betrieb neu strukturiert. Zudem wurden 17 Bäume und über 70 Sträucher gepflanzt. Mit der Entwicklung des Gebietes wird Gnandorf als Wohnstandort aufgewertet. Porträts aus der Arbeitswelt in der Städtischen Galerie. Wurzen. Bis zum 11. Februar lädt die Städtische Galerie Wurzen zum Eintauchen in die verschiedensten Facetten der Arbeitswelt ein. Am 9. Dezember wurde dafür zur Vernissage geladen. Der Leipziger Fotograf Fabian Häublein setzt sich in seinen Porträts mit den wandelnden Beziehungen der Menschen zur Arbeit auseinander. Vor allem wirft er einen Blick auf das Selbstbild der Menschen und dessen Veränderung in Bezug auf deren Arbeit. Oberbürgermeister Marcel Buchter lud zum Eintauchen in die unterschiedlichsten Facetten der Arbeitswelt ein. Museumsleiterin Claudia Kunde nahm die Besucher mit in die Entwicklung der Arbeitswelten und die Hintergründe und Entstehung der Ausstellung. 45 Fotografien sind hier in der Galerie zu sehen, unter anderem aus den Bereichen Berufe 4.0, Start-up oder Waldarbeiter. Sie laden ein, auch einmal eine andere Perspektive auf Berufsfelder einzunehmen und sich auch inspirieren zu lassen. Sie zeigen Arbeitskulturen und deren Wandel im Laufe der Zeit. Die Vernissage am 9. Dezember war gut besucht. Auch hier trafen Menschen aus verschiedensten Berufsfeldern aufeinander. Die Vernissage bot die Möglichkeit, sich über die Selbstverständnisse und Sichtweisen auszutauschen und andere Perspektiven zu entdecken. Neues Feuer im Landkreis Leipzig. Neukirchen. Traditionell finden im gesamten Landkreis Leipzig im ersten Monat des neuen Jahres zahlreiche neues Feuer statt. So auch am Samstag, dem 7. Januar in Neukirchen. Auf dem Dorfplatz stapelten sich viele Tannenbäume, welche von den Kameraden und Kameradinnen der ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehr mit einer Fackel entzündet wurden. Ringsherum versammelten sich die Neukirchnerinnen und Neukirchner zu einem geselligen Beisammensein bei Glühwein und Roster.
Kurz nach 16.30 Uhr wurde die Veranstaltung jedoch vom Aufheulen der Sirene auf dem Gebäude der Feuerwehr unterbrochen. Die Helfer rückten gemeinsam mit der Feuerwehr Borna zu einem Verkehrsunfall auf der A72 aus. Zweiter Muldenthaler All-Star Charity Cup ist wieder zum Erfolg geworden. Wurzen. Zum zweiten Mal wurde durch die Fußballer des TSV Burkertshain in der Wurzner Stadtsporthalle der Muldenthaler All-Star Charity Cup veranstaltet. Nachdem im Jahr 2019 dieses Event ein großer Erfolg wurde und bei diesem 4.456 Euro für das Kinderhospiz Bärenherz gesammelt wurden, stand nun nach einigen Jahren der Pandemie in diesem Jahr der Kinderherzkammer e.V. auf der Spendenliste. Bereits um 14 Uhr begrüßte am 7. Januar Mitorganisator Lars Metzner 8 Mannschaften, welche sich der Herausforderung stellten und für die Kinderherzkammer hinter dem runden Leder herrannten. Neben dem Veranstalter, welcher 2 Mannschaften stellte, reihten sich noch der SSV Teilwitz-Nischwitz, der SV Blau-Weiß-Bennewitz, der ATSV Wurzen, die Allstars aus Grimma und der Kreisoberliga sowie die Reutscher Legenden in die Riege der teilnehmenden Mannschaften ein. Über 400 Fußballbegeisterte verfolgten so spannende und sehenswerte Spiele. Auch wenn das Ergebnis der großen Spendenaktion bis zum Ende des zweiten Muldenthaler All-Star Charity Cup noch nicht feststand, plünderten die Reutscher Legenden nochmals ihre Mannschaftskasse und füllten das große Herz um weitere 200 Euro auf. Auch dieses zweite Benefizturnier, dieses Mal zugunsten der Kinderherzkammer, war nach Aussage der Verantwortlichen des TSV 1906 Burkertshain ein voller Erfolg. Sie möchten sich bei allen für das reichliche Füllen der Spendenbox bedanken. Mercedes-Benz Kühne Alte Herren-Cup, Borna. Am Samstag, dem 7. Januar, fand im Rahmen der Hallenturnierserie in der Glückauf-Sporthalle in Borna Nord die 6. Auflage des Mercedes-Benz Kühne Alte Herren-Cup statt. Etwa 300 Zuschauer verfolgten gespannt die einzelnen Spiele. Aus Staffel A konnten der Gastgeber Borna SV und Chemie Leipzig ins Halbfinale einziehen. Aus Staffel B sicherten sich die Teams Richter & Friends und Erzgebirg Aue einen Platz im Halbfinale. In den Halbfinalspielen konnten sich Chemie Leipzig und Erzgebirg Aue mit jeweils 3:1 gegen die Konkurrenz durchsetzen. Beide Mannschaften trafen im Finale aufeinander. Den Titel mit einem Punktestand von 2:1 sicherte sich schlussendlich das Traditionsteam von Erzgebirg Aue. Das waren unsere Meldungen diese Woche. Noch mehr aktuelle Informationen aus dem Landkreis Leipzig finden Sie auf unseren Seiten auf Facebook, Instagram und YouTube. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns nächsten Sonntag wieder.